Moin Moin, willkommen zurück zu NOS. Hallo da draußen. Hey, hey, hey. So, Kohlenhydrate ist ein Topf. Kohlenhydrate plus 40 und körperliche Stärke plus 5. Okay. Das Eis, das lohnt sich nicht wirklich, das zu holen. Also zu kochen. Nee, nicht unbedingt. Aber für mich reicht es zumindest, weil ich gerade Kohlenhydrate brauche. Von daher ist das optimal. Ja. Okay, dann noch das da. Halt die Kofferraumtür nicht so. Das ist gar nicht nett, was du da machst. Die arme Kofferraumtür. Das ist kein Panzer. Genau, so. Hat der hier so, also unglaublich, oder? Also, ist schon schlimm. Fürchterlich hier mit dir. Wärmetauscher, ja, keine Ahnung. So, die restlichen Klumpen bringe ich rein. Ja. Ja. So, wo sind wir denn? Da sind wir doch. Da ist doch das Hydroponisch. Achso, dafür brauchen wir erstmal die Landwirtschaft auf zwei Kultivierungsbox. Die haben wir ja schon. Räucherständer? Ne, den brauchen wir nicht. Der ist voll, der ist voll. Ne, da muss ich da noch was reinstopfen. Open. Wir haben Landwirtschaft auf nichts. Landwirtschaft steht auf nichts. Das ist nicht schön. Steht auf nichts, ja. Nichts, also auf gar nichts. Ich bin bei Ingenieurswissen schon bei 3 Kontrolle und Viertel. Maschinenbau bei 2,5. Der Ingenieur ist durch das Bauen. Jo. Ja. Das geht eigentlich am schnellsten voll, eigentlich, wenn man baut. Ja, Konstruktion hier ist auch gleich fertig. Ja. Ganz genau. Wo haben wir denn die Kultivierungsbox da? Wo? Hast du denn schon einen Bereich, wo ich Landwirtschaft betreiben kann? Oder ist gerade noch nicht so? Du meinst mich, ne? Ja. Das Haus ist soweit fertig. Such dir einen Platz. Ja, es sollte draußen stehen. Das darf nicht drinnen. Das sind Sonnen. Also, das sind keine Gewächshausdinger. Die musst du draußen stehen lassen. Also, theoretisch stelle ich sie, glaube ich, einfach mal hier draußen hin. Wir können auch dir in der Küche noch eine Treppe einbauen, dass du schneller draußen bist. Küche? Küche, eine Tür und Treppe. So, naja, Hauptsache die Dinger stehen draußen. Aber ich werde die einfach mal in die Pampa setzen. Warte wir mal. Wir haben ja eh noch keinen Samen. Also mach mal ein Loch rein. Mach mal ein Loch, da mach mal ein Loch. Weil später kommt da ja eh. Da soll ich. Da. Warte. Hallo. Kuckuck. Hallo. Dann packe ich die, dann kommt nicht genau. Sehr schön. Kommt da eine Rampe noch hin? Krieg ich eine Rampe? Ja, gerade, warte. Außenbereich? Nee. Bei Struktur sein, oder? Ja. Bitteschön. Merci. So ist das fein. Das ist einfach nur noch zubauen, ne? Ja, du, alles gut. Ich setze jetzt erstmal. Ja. Wir haben noch keinen einzigen Samen gefunden, kann das sein? Weil wir noch nicht da in diesen Dingern waren. Ne? Aber wir können ja da hinfahren und dann ordentlich Samen und Dünger holen. Ne? Noch ist alles gut. Ich habe bloß jetzt gerade so überlegt, so, warte mal, Lehm und 5 Planken. Also 20 Lehm und 20 Planken. Gut, aber Lehm habe ich auch hier in der Nähe. Ja, mir geht es bloß darum, dass ich irgendwann mal anfange, damit ich die Landwirtschaft steigere, weil wir haben da keine Lesestoff 1 quasi. Deshalb muss ich irgendwie, und ich glaube, wenn man die Hydroponik-Dinger baut, kommt vielleicht dann auch schon das Landwirtschaft-Dingens da. Vielleicht. Ja, durch das Ernten der Materialien. Ja, genau. Ah, Mist. Ich muss ja unsere Hornbase erstmal hier wieder. Ja, mach mal. Ja, richtig, genau. Die ist kaputt. Das hätten wir dir sagen können. Ja, das stimmt. Da hätten wir beide, hätten die ja so, ne? Hätten wir sagen können, ja.
Wobei, du warst ja dabei, also eigentlich wusstest du es ja. Ja. Wenn das Wörtchen wendig wäre, wäre ich schon Millionär. Wenn, ja. Ganz genau. Körperliche Stärke. Da, 25. Dosenfleisch. Sind schon ganz rot davon. Das nehmen wir das hier einfach. Böckchen? Komm, hol das Böckchen. Ja gut, beim letzten Mal hat die ja ganz gut funktioniert. Das werde ich dann wieder so bauen. Und dann verbackt der Knülsch da unten wieder drin. Ja, ja, also zumindest mal bis dann die richtige Base einmal steht. Nö, hat ja gepasst. Der war ja da drunter, der hat nichts, irgendwie ist nichts kaputt gegangen oder so. Das hat ja gepasst. Genau. Also, das war ganz gut. So, dann gehe ich mal wieder Bäume. Also für die Treppe brauchen wir 8 Baumstämme. Dann wäre die schon fertig. Hast du noch... ist das dein Wagen hier? Ja. Mit den Rucksäcken drin? Okay. In den Rucksäcken ist aber kein Baumstamm mehr drin, ja, oder? Nichts mehr, ist komplett leer. Okay, gut. Wo habe ich denn eigentlich... Die nehme ich jetzt mit. Den habe ich da unten hingestellt. Genau, weil das da war der Weg zu den anderen Bäumen quasi. Da wollte ich wieder hin. Da waren viele Bäume. Viele Bäume. Bäume. Ja. Bäume. Alles, was man so, was das Herz begehrt. So. Mhm. Da nochmal. Hau den Lukas. Ich will ihn eigentlich gar nicht hauen, der arme Kerl. Wir können ja nichts dafür. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch, der kann da voll und so. Oh, das ist wieder ein Pilz. Ui. Nehmen wir mit. Ist zwar nicht wirklich so ergiebig, aber was wir haben, das haben wir. Okay, gut, dann ist das mal da. Nehmen wir den hier. Da ist es für mich also wieder hin und her latschen wie ein Baumstämme. Autsch, das hat wehgetan, ja, das war wie beim Telefon. Nur gestreift, ne? Ja, aber hat gelangt. Hat schon gelangt. Nur zur Übung, nicht zur Strafe, nee, oder? Doch, ja. Ungefähr. So, und die nehmen wir noch mit. Ich muss dringend Eisen farmen, ganz, ganz dringend. Haben wir nichts in der Höhle bei uns hier unten drunter? Doch, doch, in der Höhle. Muss ich halt rein, deswegen sage ich ja farmen. Ja, aber wegen den Klumpen, gell? Brauchst du schon einen dritten Handwerkwagen oder was? So, nein. Gut. Noch nicht, gell? Was war das hier nochmal? Das waren 8 Baumstämme. So. Bei der Treppe? Ja. Ich guck gerade, was ich hier so. Zack, so, Treppe steht. Und dann brauchtest du, glaube ich, noch hinten in der im Lager, gell? Baumstämme nicht mehr, nur noch Treppe. Sehr schön. Dann packe ich. Ach so, genau. Auch die Balken, ja, die sind alle schon fertig, genau. Aber dann, ohne Ende. Dann kannst du ja theoretisch schon mal die Regale da hinstellen. Ja, das kann ich gleich machen, wenn ich zurück bin. So, dann fahre ich jetzt zum Planken machen. Ich hoffe, ihr habt mir noch Äxte übrig gelassen. Nee. Ich verstehe die Frage nicht. Die letzte habe ich da rausgenommen gerade. Ich guck gerade mal nach. Warte, ich guck gerade mal nach. Technologie. Technologie. Das heißt, oh je, Waffenherstellung. Ja, basteln kann ich, glaube ich. Achso. Okay. Aber ich hatte doch so viele. Naja, aber Melle hat ja auch hier wie blöd Bäume gefällt. Also da geht schon einiges drauf. Das ist schon... Der Planet wird gerodet. Ja, das wird demnächst vielleicht auch, ja. Zwei sind noch drin.
Okay. Zwei extra. Dann haue ich alle Baumstämme jetzt zu Planken durch hier. Zack, zack, zack. Da kommt er angedüst. Ich höre es genau. Ja, das sind Steinpfeile. Okay, ich dachte gerade, ich nehme mal ein paar Pfeile noch mit hier. Okay, warte mal. Dann... Ach, guck mal, hier, aber da sind noch extra drin. Es sind nicht alle Stein. Du hast auch Eisen. Eisen, Stein und Eisen. Ja, okay. Passt. Okay. Kohl, 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 Kohl. Kohlen sind alle in der Schmelze drin. Die habe ich alle in die Schmelze reingetan. Nee, nee, Kohlenhydrate suche ich. Ach so, nö. Nö, nö, nö. Eindeutig. Nö. Einfach nö. Mist, ich wollte doch ein Lager nicht rausnehmen. So, dann haben wir. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Du musst ja aufstehen. Keine Lust. Ach so, ach so. Nicht der Charakter hat Hunger. Okay. So, Hunger. Yum, 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 yum. Ich habe mir gerade einen Eintopf gemacht. Lecker, ne? Aber jetzt muss ich für die, also draußen die Regale, für wenn man ankommt, die muss ich als Blueprint schon hinstellen. Oder nimmst du die von hier oben? Das habe ich nicht ganz verstanden. Stell jetzt erstmal die Blueprints hin. Und dann machen wir die quasi voll mit Sachen und dann switchen wir von einer zur anderen Seite quasi rüber, bauen die Regale ab. Damit du die dort drüben dann, damit die dann weiter. Also du baust überall Blueprints drinnen und draußen so. Okay. Baust du einfach hin. Ich knall hier mal das Regal mit Ding voll. Wie heißt das? Mit Bäumen. Ja genau. Oh, ja. Mario, stellst du kurz die Zementproduktion hier rein? Warte. Zumindest so wie es was geht halt. Mach die ganze Reihe einfach mal voll und dann quatsche ich immer wieder nach. Das sind. Ja, ich mach einfach mal, komm, das wird nur die Zementdingens, das heißt, immer wenn es aufhört, weißt du, du musst davon wieder was reintun. Mhm. Genau. Da passt das, glaube ich, ganz gut. So. Achso, Melle, du bist ja gerade beschäftigt, sorry. So. Ich dachte gerade, du hast schon die Regale hingemacht, aber. Nee, aber mach ich gleich. Die Blueprints quasi, weil ich extra die Planken bei mir drinnen lasse noch. Die kannst du drinnen lassen. So, warte mal. Nimm mir hier gleich Bäume mit. Dann bloß mein Kracher leer aus. Ja, klar. Bereits voll. Jetzt Lager voll. es sind noch 3-4 Plätze für Baumstämme. Oder du nimmst einfach meinen Karren. Aber es sind noch 3-4 Plätze frei im. Ich stelle jetzt Prinz hin. Genau, stell mal hin. Dann nehme ich mir schon mal die einfachen Teile mit, die wir haben. Also draußen reichen, glaube ich, zwei Regale mit jeweils drei Kisten, oder? Müsste reichen zwei, oder? Eventuell. Draußen zum Ankommen zwei Regale mit jeweils drei Kisten, also sechs Kisten zum Ankommen quasi. Okay. Ja. Das müsste ja passen. Könnte. Das hat eine Platte dazwischen. Drinnen stehen ja dann die ganzen anderen, wohin ich das dann immer einräume. Mhm. Also, Melle, die Kisten bitte noch drauf. Ach. Ich weiß, das ist aber so ein bisschen ungewohnt, aber ja, du bist halt gerade die Regale schon kann und deshalb darfst du das alles gehen. Habe ich die richtig rum, hinten zwei und vorne ein Scharnier, oder? Ja, das passt. Ja, die Kisten kannst du nicht drehen oder so, glaube ich. Das passt schon. Oben drüber? Geht noch? Oder ist das zu dicht? Ja, da kommt nachher ein Dach. Ach so, okay, alles klar. Aber. Weil draußen ist ja egal, oder? Machst du draußen auch ein Dach? Wieso machst du draußen auch ein Dach hin? Ich wollte eine Veranda haben. Dann stell dir einen Sonnenschirm hin. Nein. Warum hast du gerade so gesäuft, Walter? Auto kaputt gemacht? Nein, es lebt noch. Okay, gut. Es aber lebt, also. Okay, verstehe. Schwebt das?
Das ist der Schatten, der ist nicht richtig hier. Okay, hast du noch 4 Räder? Ich habe noch 4 Räder, ja. Frage. Das sieht von hier ganz komisch. Aber ich glaube, das ist das zweite Auto, was bald nicht mehr bewegt werden sollte, weil mir ist ein Baum drauf gekracht. Wie nenne ich das mal? Kruschtkiste? Nee, oder? Ja. Du nennst doch gar nichts, einfach alles Kruschtkiste. Ja, aber das soll doch schön aussehen. Also, schreibt man Kruscht eigentlich so? Das ist ein schwäbisches Wort, das kannst du schreiben, wie du willst. Aber sieht gerade für mich so als Bürokaufmann gelernter quasi, sieht das komisch aus, aber macht Sinn, weil ich es genauso spreche auch. Ja. Was, oder? Kruscht, ja. Im Schwäbischen darfst du schreiben, wie du schwätschst. Das ist ja das Schöne. Ich sag nur Muckesäckele. Ja. Sehr schön, dann kann ich da drüben ja schon mal. So, haben wir denn überhaupt hier drüben Krusch? Ja, eigentlich haben wir nur Krusch. Oh Gott. Wieso sind denn da oben Äxte drinne? Ist doch schick. Ach so, ja, weil die Werkzeugkiste war ja voll. Dann habe ich sie da unten hinten hingelegt. Okay. Naja, dann hättest du doch wissen müssen, dass wir genug Äxte haben. Ich dachte, ihr habt die schon benutzt. Wir wussten ja nicht mehr, dass da oben welche sind. Eben, weil ich habe ja unten benannt und nicht die oberen. Von daher ist das alles ein bisschen untergegangen. Okay, das passt. Ja, also ja, wir haben noch genug Äxte. Das ist. Ja, ich habe mir schon eine ergattert. Ja, optimal. Oh, guck mal, das Zement, den tue ich dem Strider gleich mal darüber in die Zementschmelzgedönsanlage. Ach, hat er sogar schon rausgenommen. Ach, hast du die von drin nach draußen genommen? Nee, oder? Nee. Ach doch, hat er gemacht, ja. Verstehe. Das wird jetzt kompliziert. Wie mache ich das jetzt? Klamotten. Blubber. Okay, die kommt da rein. Mist, so groß. Okay, den kriege ich jetzt natürlich nicht mehr rein, ne? Sind die Schuhe auch so groß? Wer macht denn sowas? Okay. Wer macht denn so große Schuhe? Wer macht denn so große Schuhe? Weißt du, wohl die wahr sein. Die Turnschuhe, die sind 2 hoch und 3 breit. Nee, die Militärschuhe und die anderen Turnschuhe sind eben 3 hoch und 3 breit. Das ist doch nicht nett so. Oder die Skimütze, die ist auch bloß 2x2. Nee, die Wollmütze. Also, irgendwie. Aber ja, wir brauchen eh mehrere Dinger. Das heißt, ich brauche sowieso mehr kleine Teile, Dingsbumsteile. Das heißt, wenn ich die Töpfe mit da oben mache, dann hätte ich schon mal eine Kiste, die ich wegmachen kann. Bam. Klack, klack. Wenn du das so sagst, da würde ich jetzt sagen, ja, doch, ja. Ja. Abreißen war linke Maustaste gedrückt haben. Ja, hat funktioniert. Sehr schön. Bist du hinten in deinem Garten? Ich nicht, nee. Ich habe gerade eine Kiste abgerissen, damit ich vorne mehr Kruschkisten machen kann. So. Ja, eigentlich. Ja, wir brauchen eigentlich. Okay. Nicht Krusch. Wir brauchen eigentlich ziemlich viele. Einfache Kisten. Teile jetzt. Damit du drin die Regale hinstellen kannst. Ja, genau. Mach mal, Melle. Ja, mach. Ich mach gleich. Ganz viele Regale drin hinstellen in diese Lager. Ja, damit die Wände fertig? Nee, nö, nein. Erste Regale. Damit wir von drin nach draußen alles umziehen können.
fertig. Ich scheuche die arme Melli hier hin und her. Oh Mann. Ja, kannst du Planken machen, dann bin ich schneller fertig. Was brauchst du, Planken? Ja, noch 16, 24, 28 Planken noch. Dann wäre ich fertig mit den Wänden. Alle hier rein. So. Dann packen wir die alle schön hier rein. Ist schöner, aber selten. Ja. Wieso legt denn der die? Doch, hat er nicht. Danke. Da eigentlich diese Eisenbahn, die machen wir, wenn wir hoch können, dann haben wir schon mehr Platz da drin. Drücke dich gewählt und deutlich aus, ich verstehe kein Wort. Oh Gott. Also. Hier ist ja noch ein Rucksack voller Leben. Shit. Ja, 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 ja. Hab ich den vergessen. Kriegst du dann eigentlich in die Mitte? Warte mal, lass mich überlegen. Eigentlich reicht's, wenn du hier ein Fenster drin hast und da ein Fenster. Also wenn die mehr als 10 Regale. Ach so, ja, okay. Ja, es ist erstmal ein guter Anfang, genau. Erstmal so wie es da steht. Da kommt noch eins, da sind wir bei 13 Regalen. Das kommt ja noch weg hier. Da machst du ja quasi eine Wand hin, oder? Warum? Weil das dann vorm schöner. Hier sind drei Sachen, dann drei. Das ich dachte, der Werkzeug, dass du ein bisschen Platz hat. Ach so, okay, das wird auch die. Oh Gott. Oh Gott. Aber reicht der Raum nicht? Warte mal. Das wird der reine Lagerraum jetzt. Das wird wirklich nur der Lagerraum hier. Ja, aber dann ist doch trotzdem gut, wenn. Werkbänke aber auch da sind. Warte mal, wenn ich die Regale nicht an die Wand stelle, sondern in die Mitte, passen mehr rein. Das wäre natürlich ultimativ. So, genau. Muss ich alles abreißen. Okay. Ja, machen wir. Ich habe da noch nichts reingetan. Genau. Mir fehlen bloß noch die Wände von uns und dann. Ja. Ich hol die letzten Planken jetzt. Das sollte dann passen. So. Wie viele Werkbänke sind denn nachher? Nein. Also wir haben 1 Werkbank 1, 2, 3, 4 4 5 der Generator, der Bearbeitungstisch dann 5. Die Schmelzen machst du nicht da rein, ne? Ja, weiß ich, wollte eigentlich schon so einen großen Raum und da hat es geheißen, wir müssen bloß Regale rein und da fiel mir ein, na toll, jetzt hätte ich doch größer bauen können. Aber dann wäre ich weiterhin drin noch. Naja, wenn du die jetzt in die Mitte machst, dann haben wir am Rand ja Platz für die Werkbänke. Na, ich habe jetzt, warte mal, ich stelle mal welche hin und dann ziehe ich. Es ist so, dass man am Fenster noch rumlaufen kann, aber ab da kannst du dann quasi so, ach so machst du, also. Ach so, dass man seitlich zugreift? Ich dachte, ja. Du willst in die Mitte machen hier so. Lassen wir rein. Aber dann mach immer, ach so, dann mach doch aber zwei zusammen. Also hier ist eine Kistenstapel, dann mach hier einen hin und direkt dran den zweiten. Die berühren sich dann. Also dass du die wegmachst und direkt hier dran machst. Du kannst mit STRG oder Alt kannst du je nach Seite noch mal ein bisschen schieben dann. Du hast ja jetzt fix gemacht quasi, dass die einrasten. Genau, wenn die einrasten, dann einfach, ich weiß jetzt nicht, STRG. Oh, okay. Ich hab die jetzt auch gut in der drin, aber die hast du wahrscheinlich auch so automatisch mit eingebaut, weil du sie noch im Inventar hatte. Okay, gut, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.